Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum letzten Video dieses Jahr auf dem Diabo Eule YouTube-Kanal. Normalerweise mache ich ja an dieser Stelle immer meinen Jahresrückblick, aber ich dachte mir, ich mache mal was anderes, was nämlich dringend notwendig ist. Ich räume mein Nähzimmer auf. Der Dezember und der November ist immer so krass, was hier los ist an Produktionen. Es wird jedes Jahr krasser geführt und hier stapeln sich wirklich Pakete, Stoffe, Weihnachtsgeschenke aktuell noch, weil ich drehe das gerade noch vor Weihnachten. Und es sieht so schlimm aus und ich möchte ins frische Jahr starten. Das ist ja so typisch, dass man zum Januar hin ein bisschen aufräumt und ein bisschen Ordnung reinbringen möchte und ausmisten möchte und auch wirklich viel weghauen möchte. Und wer weiß, vielleicht packe ich ja ein paar schöne Sachen zusammen, die ich am Ende verlose. Viel Spaß beim Aufräumvideo. Holt euch einen Tee, Kakao, Glühwein, was auch immer und dann, ne? Viel Spaß! So, einmal State of the Art. Das ist für Familie Flodder hier, ne? Das ist, also es gibt hier einmal diesen Durchgang. Offene Schublade natürlich auch gut und auch diese Ablage hier ist auch wunderschön. Mein Lieblingsablageort. Das ist alles nur von heute. Das war heute früh fast leer. Blöd ist halt auch immer, dass ich so viel Stative habe. Die nehmen halt so viel Platz weg und dieser ganze Produktionskram in Schwarz. Der große Plotter steht tatsächlich bei mir hier auf dem Boden. Ich muss dafür echt einen guten Platz finden. Genauso wie die Stickeinheit. Das geht natürlich gar nicht. Die brauchen beide einen guten Platz. Die ungeschminkte Wahrheit. Ich sitze gerade am Schnitt vom Video, was ihr vor einer Woche dann gesehen habt. Also da geht es um die Stoffreste und der Ton ist so anstrengend. Ich habe mir jetzt gerade eine neue Lösung für meinen Ton bestellt und dachte gleich an eine neue Lösung für diese Stative hier. Ja schon mal mega cool hier mit dem Arm, dass hier ein Stativ weg ist. Das werde ich jetzt, glaube ich, für die Seite auch noch mal bestellen. Gut, ich habe gestern mit meinem Mann gesprochen, diese Stange gerne direkt an den Tisch ran machen. Dann kommt zwar das Licht weiter rüber, ich weiß nicht, ob dann der Arm noch reicht. Und er will mir da vielleicht was 3D drucken. Ich muss mal gucken, ob das was wird. So, der erste Testdruck passt schon mal. So, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter, ey. Also ich habe diese beiden Dinger jetzt aufgehängt und ich werde mich jetzt, glaube ich, mal um meine Fensterecke kümmern. Ich habe aus meinem Stoffschrank, der übrigens oben auch noch mal echt sortiert werden muss, mal alle Teile rausgenommen. Hier diese Körbe, ich liebe die ja. Ich kann euch die unten verlinken, das ist alles von Ikea. Non-sponsored, alles selbst gekauft und ich sortiere gerade. Hier habe ich schon mal grob sortiert. Hier sind so Flauschstoffe, Frotte und hier sind meine Musselinstoffe und Maskenstoffe. Und das ist die Schublade für meine eigenen Stoffdesigns. Und das war ja mein allererstes Stoffdesign, das ist Ella Citronella. Den habe ich in hell und dunkel. Und davon habe ich so viel. Ich werde auf jeden Fall, also hier den habe ich schon halbiert. Das werde ich auf jeden Fall verlosen am Ende. Und hier muss ich mal gucken, wie viel ich davon noch habe. Und hier fange ich jetzt an, erstmal weiter zu sortieren. Die Ecke sieht schon mal besser aus. Das sind jetzt alles Sachen für, fast alles Sachen für zukünftige Produktionen. Hier ist jetzt noch Euskin. Das sind Bündchen und verschiedene Jersey-Stoffe, die ich noch irgendwie ordnen muss. Das sind gemusterte Jerseys. Hier sind so einfachere Muster, also was man so zum Abfüttern nehmen kann. Das sind Kuschel-Sweat-Stoffe gemustert, das sind Fat-Quarters, das sind von allen Stoffe, also Sommersweat, die ich auch irgendwie alle zusammenhalten will. Aber da sind in dem Schrank dann auch nochmal ein paar drin. Es geht voran, es geht voran. Das will noch sortiert werden. Hier ist schon einiges vorsortiert. Es sind aber auch schon wieder, da sind schon wieder zwei zu Hause, zwei Fächer. Und hier sortiere ich gerade die Böhnchen. Und ist das nicht ein Traum? Ist das nicht ein Traum? Ich finde das wunderschön. Ich nehme hier immer noch die Variante mit diesen Comic-Karten, die ich halbiert habe. Die sind eigentlich doppelt so groß, aber für die Kleinstoffe halbiere ich die. Und da sind dann hier, da sind die drinne. Und ich fixiere das dann immer mit einer Stecknadel. Und die kommen ja dann so lang rein. Das zeige ich euch gleich. Und diese Methode nutze ich seit ein paar Jahren. Die meisten Stoffe sind auch noch auf, na gut, die noch nicht. Moment. Eigentlich sieht das so aus. Und die meisten Stoffe hier sind auch noch auf Pappen. Nur die, die ich verwendet habe, dann nehme ich dann die Pappen raus und habe dann keinen Bock, das einzusortieren. Das mache ich aber so zwei, dreimal im Jahr, dass ich mich hinsetze und die Stoffe wieder sortiere. Ein kleiner Teilerfolg. Ich habe meine Bündchen sortiert und zwar sogar einigermaßen farblich. Da finde ich es immer wichtig, einen Überblick zu haben, was man denn da hat.
Ich sitze hier gerade auf dem Boden und sortiere meine Stoffreste. Stoffreste ist ja auch immer so ein Thema. Ich sammle die hier immer in so einem Korb und der war jetzt aber schon, hatte schon so einen Berg oben drauf. Jetzt habe ich einfach auf eBay Kleinanzeigen geguckt im Gesuche. Da suchen nämlich auch viele nach Stoffresten und da könnt ihr euch dann quasi aussuchen. Die schreiben meistens dazu, wofür sie es nutzen. Zum Beispiel, jemand möchte nähen lernen oder jemand möchte einfach nähen und hat kein Geld. Weil so fällt es mir auch ein bisschen leichter, die Stoffreste wirklich loszulassen. Die Sache ist ja immer, does it spark joy? Ja, natürlich. Jeder Stoffrest spark joy, weil er mich daran erinnert, was ich daraus genäht habe. Und wenn es danach geht, müsste ich sie alle behalten. Wenn es eine Sache gibt, die ich vielleicht sogar mehr habe als Stoffe, dann sind es Stifte. Die Schokolade des Grauens. Mir so ein Stiftemäppchen gekauft und habe hier schon die ersten einsortiert und da passt echt viel rein. Stifte, 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 Stifte. Mega, mega gut. Ich finde die super. So, ich sitze gerade vor dem Nähtisch, hinterm Bügeltisch und ich habe hier unter dem Tisch so ein Schubladenregal und das räume ich gerade aus. Da sind auch nochmal unheimlich viele Stifte drin. Ich habe so viele Stifte und Kleber und Farben. Ich habe immer Angst, ich habe keinen Kleber. Ich weiß nicht warum. Hier stehen gerade meine zwei Nähmaschinen und hier wollte ich gerne so ein Pegboard haben. Die werde ich wahrscheinlich abmachen. Ich habe hier angefangen, so mit Behältern Kleinkram zu sammeln. Also das sind dann die Sachen, die ans Pegboard sollen. Hier fange ich jetzt an, Kleinkram zu sammeln in so ganz kleinen Schälchen. Das sind so Aufsätze für die Primvario-Zange. Und ich hoffe, ich finde noch ein paar mehr, weil drei ist eine sehr merkwürdige Anzahl. Diesen Koffer liebe ich ja auch. Der ist von Snapply. Und das hier sind zwei Fächer, die mir mein Mann einfach mal 3D gedruckt hat und die oben abschließen. Das heißt, da rutscht nichts raus und verrutscht nichts. Und die sind wirklich fest und da habe ich mein ganzes Taschenzeugs drin. Ich habe meine Garne mal wieder farblich sortiert. Das ist ein DIY, was ich mit Jelena vor Ewigkeiten gemacht habe und ich liebe es. So, hier oben kommt auch langsam Ordnung rein. Ich sortiere das alles runter. Das kommt auch noch runter. Hier soll der große Plotter drauf. Ich habe mir gerade eine Schutzfolie dafür bestellt. Eine Schutzhülle, also eine Abdeckung. Wollte ich schon immer mal selber nehmen. Ich komme einfach nicht zu. So, Plotter ist platziert. Daneben sind jetzt noch so Objektive und so. Ich muss ja immer sowohl den Nähkram als auch den ganzen Produktionskram unterkriegen. Das ist ja auch nicht wenig. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Tage ich jetzt schon aufräume. Es sieht noch nicht viel besser aus, aber es ist schon wahnsinnig viel geschafft. Kameraequipment ist auch so ein Riesenthema. Ich habe hier eine Schublade. Hier quillen übrigens noch Stoffe raus, da muss ich auch gleich nochmal ran. Aber ich habe da jetzt relativ viel aussortiert und zwar. Nicht erschrecken, das ist noch das da alles. Das sind alles Stative, die in den Keller können. Das ist meine Stativecke da. Und ich habe mir hier wieder so eine Tasche gekauft, ähnlich wie bei den Stiften, um Zeug zu sortieren. Das ist jetzt, naja, alles so Akkukram. Und das ist alles Audio und Licht. So, das ist richtig gut geworden. Mal gucken, ob das zugeht. Ich glaube, die muss ich nochmal richten. Passt. Ich fange jetzt an hier in solchen, das sind eigentlich Schuhkartons vom großen Schweden, in diesen Kisten hier einmal Zeug zum Sticken zu sammeln. Das ist Plottenzeug. Ich habe hier einen so ein Fach, da sind eigentlich so Karten und so Kram drin und so Bastelkram für Karten, ein bisschen Geschenkpapier und Sticker. Und das sortiere ich jetzt auch gerade mal neu. Hier sind jetzt Motivsticker, das sind so Sticker zum Zukleben von Tüten, also eher so runde Sachen. Dann habe ich hier so Karten, Karten, Karten. Tada! Darauf bin ich sehr stolz. Ich habe jetzt hier diese Mappen sortiert und man kann das dann rausnehmen und hat das halt sortiert und kann auch reingucken, was drin ist. Das ist richtig gut. Die hatte ich mal für Schnittmuster geplant, habe ich aber dafür nie verwendet. Ich habe mich zu den Schubladen vorgekämpft und sortiere hier mal aus. Hier sind so größere Bomber-Webware drin und der Stoff, ich weiß nicht, den habe ich auf dem Hollandmarkt gekauft. Der war schweineteuer, aber ich finde ihn einfach nicht mehr schön. Ja. Ich habe gerade zwei Ufos gefunden. Das ist eine Softshell-Jacke und ein Softshell-Anzug, die ich für den Kleinen nähen möchte. Ich hoffe, ich schaffe das noch, diesen Winter zu beenden. Da finde ich zwischendurch noch so Schätzchen, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Dann freue ich mich richtig, dass der Kleine solche Größen schießt. Der ist nämlich jetzt schon wieder am Ende seiner Größe angekommen, für die ich gerade ganz viel genäht habe und freue mich dann darauf, bald wieder neu einzunähen. Ach, das wird schön. Oh Menno, ich habe ein kleines Problem. Ups, ich glaube, der Balk kommt doch unters Bett. Dafür die Kommode lebt noch. Lalala. Shit. Die Blade geht nicht zu.
Ich weiß nicht, ob es daran weil sie kaputt ist oder weil hinten irgendwas fest ist hier. Oh, ich habe irgendwas noch. Okay, oh, eine Papiertüte. Die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich habe noch eine Mappe unterm Schrank gefunden mit Kunstwerken von mir. Das ist übrigens Stoff. Was ist das? Ja, was macht man denn mit sowas? Und sowas werde ich bestimmt bald noch viel mehr haben durch unseren kleinen Spross. Oh Menno, ich habe hier oben extra freigeräumt. So ein schönes Fach für die Stickeinheit und die passt weder so noch gedreht rein. So, ich hoffe, heute ist einer der letzten Tage vom Aufräumen. Ich habe schon einiges geschafft. Da steht noch viel Gerümpel rum, aber es wird. So, und die Ecke ist heute dran. Ich glaube, ihr seht immer den Verbesserungsgrad nicht. Ich komme mal rein und denke, wow, schon viel mehr Luft. So, ich sitze vor meinem Bügeltisch. Und dieses Fach habe ich gerade aufgeräumt. Das ist jetzt richtig cool geworden, finde ich. Das ist mein Bügelfach. Und hier sind noch so tausende Bücher, Plotterfolien und Kram. Wir befinden uns unterm Nähtisch. Hier sind jetzt so Zeitungen und meine Schnittmuster. Das ist meine Partybox, so mit Konfetti und Kram. Davon habe ich echt viel. Diese beiden Boxen sind voll mit genähten Projekten, die ich aber noch nicht wegtun kann, aber auch nicht nutze. Ich habe gerade das hier unterm Schrank wieder gefunden. Das ist der vierte Fuß von meinem Mini-Bügelbrett, was mega, mega praktisch ist. Und das werde ich jetzt ankleben. Super Glue. Dieser Alleskleber klebt alles. Auch den Deckel. Ich habe eine richtig gute Lösung gefunden für mein buntes Overlockgarn. Hier habe ich noch so einen Kasten, da habe ich jetzt die weißen drin. Die passen nämlich nicht so ganz perfekt rein. Bin fertig. Tada. Nein, ich habe alles durchgeräumt, aber ich muss halt hier das alles noch wegsortieren, weil das alles hier nicht drin bleibt. Das ist ja schon mal um einiges besser. Die Ecke ist schon ziemlich gut. So, der Mann saugt. Das Kind wischt Staub. Es ist Montag. Ein Tag bevor dieses Video rauskommt und es hallt. Oh mein Gott, es hallt in meinem Zimmer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für Tonqualität. Das Chaos hat einen Sinn, ich sag's euch. Aber ich zeig euch mal, wie es aussieht. Das ist nämlich mega geworden. Ich stehe mit dem Rücken am Fenster. Da ist die Tür, durch die man reinkommt. Und hier ist mein Schreibtisch. Und da ist meine Produktionsecke, meine alte Nähmaschine. Das ist mein Hintergrund, vor dem ihr mich immer sieht. Hier stand alles voll und hier war immer alles schön, damit es in der Kamera gut aussah. Mein erster Pax. Wir drehen uns übers Fenster zu meinem zweiten Pax. Hier schneide ich also immer die Videos, wenn ich nicht gerade im Wohnzimmer sitze. Das ist mein Kniestuhl, den ich sehr, sehr liebe. Ich werde sehr oft danach gefragt. Er ist nicht billig, aber ich kann ihn euch unten verlinken. Ich finde ihn mega gut. Und hier sind ja die Bilder von meinem Buch, von meinem zweiten Buch. Die habe ich mir als Tapete drucken lassen. Und das ist so ein bisschen das Herzstück, meine kreative Ecke. Ne, das ganze Produktionszeug, das ist halt weiter da. Es ist halt nicht nur ein Nähzimmer, es ist halt auch ein Studio. Aber das ist schon mal cool, dass ich jetzt hier nur noch ein Stativ habe. Das haben wir jetzt noch nicht geschafft zu drucken. Da ist mein Mann aber dran. Der musste aber jetzt die letzten Tage ganz für das Kind betreuen, weil ich hier ausmisten musste. Bei der alten Nähmaschine habe ich ja immer mal überlegt, ob ich die mal lackiere. Zum Beispiel das Untergestell weiß und das Holz in Mint. Muss man überlegen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das machen soll. Hier ist alles, was schnell zugänglich sein muss. Hauptsächlich Nadeln, wie ihr seht. Hier ist Nähzeug drin, alles Mögliche, Nähfüßchen und so weiter. Hier ist alles drin zum Thema Sticken und, nee Quatsch, zum Thema Flocken. Die zwei lassen wir gerade mal außen vor. Hier ist so Papierkram drin. So, hier geht es weiter. Zu meiner Rechten sind die Schubladen. Hier natürlich Scheren, Schneiderscheren, Rollschneider. Darunter ist alles, was Zangen ist. Diverse Aufsätze. Dieses Fach ist nicht schön, aber wichtig. Da sind die ganzen Stromkabel drin von den Nähmaschinen, Plottern und so weiter. Hier ist Wolle drin. Das kriege ich nicht so richtig auf, weil hier die Nähmaschine davor steht. Da muss ich aber auch sehr selten ran. Unterm Nähtisch. Dieses Schubfach wird für mich sehr wichtig in Zukunft. Hier sind normale Stifte. Das ist alles zum Thema Markieren. Das sind alles Wendewerkzeuge und Kantenformer, obwohl hier auch nochmal Kantenformer sind und ohne Ende Nahttrenner. Hier vorne sind so Schablonen und so. Taschentücher auch immer wichtig griffbereit zu haben. Das ist so ein bisschen mein Plotterfach. Das sind verschiedene Farben
Und das ist alles Thema Kleber. Hier hängt ein Lineal, was zum Notizen machen. Eine Übersicht über Nadeln. Hier sind meine Garne, meine große Auswahl an Linealen. Kleinkram, Deko, mein neues Packboard, doch an dieser Wand mit Kleinkram. Hier kommen auch noch Labels rein. Ja, mein Buch jetzt zur Deko. Mal gucken, ich will mir noch mehr von diesen holen oder noch so ein Schälchen. Die gab es damals, als wir da waren, nicht. Das ist übrigens so eine Box, da kommen eigentlich Geschenkpapierrollen drin. Da habe ich Kunst wieder drin. Hier sind jetzt zwei Nähmaschinen. Hier ist auch noch eine drin. Hier ist mein Bügeltisch. Auch hier muss ich ganz dringend eine neue Auflage bestellen. Die sieht nämlich doll aus. Unter meinem Bügelregal habe ich noch ein Fach, wo alles drin ist zum Thema Bügeln. Natürlich ein Tuch, Bügeletiketten und Fusselrolle, Bügellineale. Dann kommen hier so Wonder Dots und sowas. Ja. Hier unter meinem Bügeltisch sind meine ganzen DIY-Bücher. Da ist noch ein Garnkoffer. Hier sind noch kleine Bügelbretter, die ich auch zum Film gerne nehme, einen Papierschneider. Hier hängen noch mehr Lineale. Neben meinem Bügeltisch steht meine Overlock. Da könnte ich auch mal eine Abdeckung nähen. Aber ja, die steht da jetzt halt. Und dahinter sind meine ganzen Schneidematten. Leider ist dahinter ist mir mein 30x30 cm Patchwork-Lineal gefallen. Das ist sehr schade. Erst beim Auszug. Wir müssen also außerdem nicht ausziehen. Das sind meine zwei Kommoden. Hier drauf hat es jetzt die Stickeinheit geschafft. Das ist auch nicht besonders gut. Ich muss hier auch noch eine Tasche oder sowas nähen. Aber aktuell ist es der einzige Ort, wo sie irgendwie hinpasst. Das ist alles zum Thema Druckknöpfe. Meine Adding-Schublade. Hier ist alles Richtung Kerzen, Gießen und Seife drin. Und ganz wichtig, Klebebänder. Das ist meine Bastelschublade. Die habe ich auch komplett durchsortiert. Die sieht auch schlimmer aus als ist. Ich habe meine ganzen Sprühkleber von oben beschriftet. Da muss ich nicht mehr suchen. Tada! Die erste Stoffschublade. Produktionskram. Und noch mehr Stoffe. So viele Leute haben mich auf Instagram auch wieder nach meinem Nähschrank gefragt. Der und der. Das sind beide schmale Paxe. Das ist halt, der ist nicht so tief. Den schleppe ich auch schon seit, ich glaube, 3 Wohnungen mit mir rum. Und so sieht der drinnen aus. Das sind 6 Stoffschubladen. Das sind so eine Körbe. Ihr habt ja gesehen, die kann man rausnehmen. Das finde ich mega praktisch. Da habe ich meine Overlock-Garne, weitere Garne, hier ist das Spoonflower-Zeug. Zugeben, mit diesem Fach bin ich nicht so ganz glücklich, aber ich weiß, was alles drin ist. Und da oben ist jetzt Weihnachtskram und Osterkram. Und dahinter sind noch Bücher. Und der zweite Schrank ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Auch wieder diese Regaleinschübe. Hier sind es auch wieder 6. Die sind halt ein bisschen kürzer. Und hier noch so eine, auch Elemente, ist alles von Ikea, ne? Das ist, da sind so Gurtbänder und so drin, meine ganzen Cam-Snaps. Und hier sind auch so Sortierkästen für Reißverschlüsse hauptsächlich. Dann die Dinger liebe ich, aber da kann man einfach alles reinstopfen. Hier sind meine ganzen Reißverschlüsse, das quillt schon über. Hier haben wir meine Böhnchen, super schön. Jersey-Stoffe in einfachen Mustern. Das sind Kuschelsweat gemustert, Baumwollstoffe, baumwollwebbare Stoffe, Kunstleder und Oilskin. Das sind Fließeinlagen, das quillt auch über, ich weiß, aber ist mir egal. Hier sind wunderschöne Jersey-Musterstoffe, größer und mehr. Einfarbige Jersey- und Sweatstoffe, Kuschelstoffe, Maskenstoffe, Musselinstoffe. Und hier unten sind meine Stoffdesigns. So, das war also mein Aufräumvideo. Es hat mega Spaß gemacht, ist übertrieben. Ich habe über eine Woche lang hier wirklich Zeug rausgeschafft, aber jetzt sieht man den Boden wieder, auch wenn ich den Boden nicht besonders schön finde. Ich freue mich jetzt so clean in neue Projekte zu starten und da kommt einiges. Da kommt wirklich einiges und das nächste Video kommt nämlich schon am Sonntag. Ein ganz neues Format, seid gespannt. Das muss ich nämlich da drehen und da muss es nämlich da auch schön für aussehen. Jetzt kommen wir wie versprochen noch zur Verlosung. Ich verlose verschiedene Pakete an euch. Zu der Verlosung muss man natürlich dazu sagen, die Sachen sind alle bei mir rausgeflogen. Es sind Reste teilweise, witzige Anschnitte von Stoffen, gebrauchte Stifte, aber alle, die malen alle noch. Deswegen, wenn ihr eher auf Neuware steht und so weiter, dann macht diesmal, nehmt nicht teil. Es fühlt sich auch ein bisschen komisch an für mich. Aber wenn bei den folgenden Sachen ein Paket dabei ist, über das ihr euch freuen würdet, dann nehmt gerne teil an der Verlosung. Paket Nummer 1, ein Kreativmagazin, Notizheft, Papier, Garn und eine große Auswahl an Edding Brush Pens und Edding Fasermalern. Und ein Uni-Notizbuch ist auch noch dabei, fast vergessen. Paket Nummer 2, eine Couch-DIY-Zeitschrift, Kreidemarker, ein Notizbuch mit Punkteraster und eine große Auswahl an verschiedensten Stiften. Paket Nummer 3, wieder ein DIY-Magazin, ein Bullet Journal-Kalender,
ein Perlenwebset Papiergarn und auch wieder eine Auswahl an Stiften. Paket Nummer 4, wieder eine DIY-Zeitschrift, ein Blankobuch, Perlen, Papiergarn und eine Auswahl an Stiften. Paket Nummer 5 ist quasi das erste Stoffpaket, ich sag mal Jungsbabys-Paket. Verschiedenen Stoffen dabei sind ein paar Jersey-Stoffe, Musselin, aber auch eine Webware, drei Bodystiften, ein bisschen Nähzubehör, Bauschgarne, Textilmarker. Das ist ein Sticker-Iron-On-Buch und zwei Nähbücher für Babys. Paket 6 ist quasi das Nähpaket für Babymädchen, mal grob gesagt, ne? Aber das sind ja alles Stoffe, die ich auch für meinen Jungen hatte. Insofern auch hier wieder eine Mischung aus Musselin, Jersey. Hier ist noch ein Babycord dabei. Mein Ella Citronella, das elastische Paspel, auch Nähzubehör, ein Buch, Bauschgarn, Aufbügelbücher und Glitterglue. Paket 7 ist so allgemeines Nähen, hier auch ein paar Bügelbilder. Das sind so hauptsächlich webbare Stoffe, ein paar elastische Stoffe. Der aktuelle Nähplaner von Fadenkäfer, ein bisschen Nähzubehör und ein paar Bücher und Zeitschriften. Paket Nummer 8, allgemeines Nähen mit einem Nähkoffer, den ich auch irgendwie seit Ewigkeiten habe, gefüllt mit Nähzubehör, ein paar Zeitschriften, Bügelbildern, webbare Stoffe und Kunstleder, sowohl geschichtete Stoffe und einer Bügelunterlage. Jetzt kann ich um 10 langsam nicht mehr hinterher. Paket Nummer 9, auch viel Nähen, hauptsächlich Taschen würde ich sagen, viel Kunstleder, Webware, Canvasstoffe, Oilskin, Cord, eine Bügelunterlage, Bügelbilder, ein Nähplaner, ein Rollschneider und ein paar Bücher sowie Stylefix. Paket 10, relativ straightforward, ein Punchneedle-Kit und ein Punchneedle-Buch, beides von Rico. Hier ist alles drin, was ihr zum Punchneedeln braucht. Paket 11, das letzte Paket, alles zum Thema Häkeln und Stricken. Verschiedene Wollreste bzw. Garnreste, natürlich wieder Papiergarn, zweimal Sockengarne, woraus ihr jeweils ein paar Socken bekommt, Jersey-Nudeln, fluffiges Garn, Creative Bubble in drei Farben inklusive Anleitungsheft, dann Baumwollgarne inklusive Anleitungsheft und noch ein Endchenheft und Vollnadeln. Ah, und eine kleine Auswahl an Häkelnadeln. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Kommentare zu schreiben, was euch an dem heutigen Video vielleicht inspiriert hat. Und dann schreibt auf jeden Fall noch dazu, welches der Pakete ihr gewinnen wollt. Ihr dürft auch mehrere Pakete kommentieren, wenn euch mehrere gefallen. Die Verlosung läuft wie immer 3 Tage und alle Infos findet ihr nochmal in der Infobox. Ja, und wir sehen uns, wie gesagt, Sonntag hier wieder am 3. Januar zu einem neuen Format. Unbedingt einschalten, abonniert am besten den Kanal und drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr nämlich nichts. Und dann wünsche ich euch noch schöne Resttage in 2020, auf das dieses Jahr bald vorbeigeht. Tschüss!